Hi, 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 meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon. Heute spielen wir Folge 14 nach der Desaster-Folge 13, die ihrer Nummer alle Ehre gemacht hat. Jetzt heute wieder eine normale Folge, eine schöne, spannende, actiongeladene Folge. Rollercoaster Tycoon 3. Hier mit eurer Penetika. Ich spiele mit dir und dir und dir. So, so viel zur Einleitung. Kam mir gerade so aus dem Kopf gesprudelt. Ist auch cool, oder? Wenn man sowas so kann. No, no. ja, wir sind hier in unserem coolen Perky-Parky. Ich will mal wissen, ist die Penedica eigentlich auch da? Der so tolle Sachen aus dem Kopf raus sprudelt. Ah, da ist sie. Da ist sie. Im, oh Gott. Hier steht sie im vollgestopften Aufzug. Da ist sie hier. Das da ist die Penedica. Steht hier mit all diesen Menschen hier. In dem Aufzug, der wirklich, wirklich vollgestopft ist. Mein lieber Schwan. Ob das noch zulässiges Gesamtgewicht ist, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay. Aber jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen orientieren. Unsere Ziele sollten ja sein, hier Mindestverkehrswert haben wir, Mindestlänge haben wir, gesamte monatliche Bahneinnahmen 700. Okay, das müssen wir irgendwie schaffen. Dafür brauchen wir mehr Bahnen. Unser Geld, ich musste übrigens, das habt ihr vielleicht jetzt beim letzten Mal in dieser tollen Folge da gar nicht so mitbekommen, ich musste einen Kredit aufnehmen hier. Haben wir jetzt Darlehen 7000, weil diese Wasserrutsche da so schweiniteuer war. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt mal den Parkeintritt gleich mal ein bisschen höher, dass wir ein bisschen mehr verdienen. Mit Parkeintrittskarten verdienen wir nämlich hier schon eine ganze Menge. Mit Bahntickets leider noch ein bisschen zu wenig, aber vielleicht würde das schon eine oder zwei neue Bahnen, würden das schon rausreißen. Besuchergalerien haben wir gar keine, Ladenverkäufe verdienen wir. Gut, das ist jetzt irgendwie auch nicht die Welt. Achso, das sind aber ohne Essen. Achso, okay, Speisen und Getränke ist hier einzeln. Ladenvorrat kostet ja fast so viel wie die Verkäufe. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen teurer machen. Hier unsere Bikinis und diese ganzen Sachen da. Kann ich das überhaupt teurer machen? Ja, hier, komm, dann machen wir mal alle vier teurer. Weil das, lohnt sich ja fast nicht. Was ist das denn für eine Gewinnspanne hier, für eine unwirtschaftliche? Nichts auswählen, alle auswählen. Ja, bitte. Stände dieser Art synchronisieren, falls wir mal noch einen bauen. Und auch die aufblasbaren Objekte machen wir mal drei teurer. Also 15 Cent, das ist auch zu verkraften. Sonst haben wir, glaube ich, sowas nicht, ne? Nee. Und dann machen wir hier auch mal wieder das Klosett. Das kostet uns ja auch Geld. Machen wir hier mal 30 Cent Klosettgebühren. Aber dann müssen wir auch... Kann man diese Stände hier auch... Nee, muss ich jetzt für alle Toiletten machen? Hier haben wir ja irgendwo noch eine. Oh, das hat aber hier heute Gas hier, das Spiel. Das dreht sich aber schnell. Machen wir hier auch mal 30 Cent für dieses Klo. Dass wir da nicht so viel Geld ausgeben. Wir müssen ja jetzt ein bisschen auch wieder Kohle reinkriegen hier. Ja, das Ding da, das erfreut sich hier großer Beliebtheit. Vielleicht können wir das dann sogar ein bisschen... Guck mal hier, die Schlange, die ist gut gefüllt. Ah, das kostet aber 2,30. Ich glaube, dabei belassen wir es mal. Und bauen uns jetzt eine neue Attraktion. Aber vielleicht sollten wir auch mal die Zeit wieder hier ins Start bringen, dass hier losgeht, dass wir hier auch wieder Kohle verdienen. Was kostet eigentlich unser Schwimmbad? 3,50. Ja, das ist, glaube ich, okay. Mit dem könnte man fast... Komm, wir machen das mal auf 4. Mit der riesigen Rutsche da, da sollen die mal 4 bezahlen hier. Ich will mal von diesem Darlehen da jetzt wieder runter. Das kostet ja alles Zins und Zinseszins. Okay, ja, was wollen wir bauen? Was wollen wir bauen? Wir brauchen irgendeine Attraktion. Aber jetzt wollen wir wirklich nach diesem Desaster... Ach, guck mal hier, Stromschnellen und Wasserbahn. Oh, wie schön. Wenn wir da jetzt wirklich schon wieder hier mit einer Achterbahn anfangen, nach der Wasserbahn, ich weiß nicht so recht. So eine Kinderattraktion haben wir auch schon. Aufregende Fahrten, was haben wir denn? Da gibt es ja jetzt hier ganz neue Sachen. Wahnsinn! Und hier Sturz aus den Wolken. Die Fahrgäste fahren in einer Gondel einen hohen Turm hinauf und stürzen wie die Fallschirmspringer von ganz oben hinab. Okay, ist natürlich auch cool. Schüttelparty haben wir schon. Luftkötter. Wir haben halt davon auch schon zwei. Vielleicht sollten wir mal noch was anderes machen. Jetski und Windsurfer gibt's noch. Aber das macht uns auch nicht reich. Gut, das wäre halt was für hier unten. Aber hier ist irgendwie auch schon ziemlich, ziemlich dicht gebaut. Haben wir hier schon. Da ist eigentlich gar kein Platz so richtig für sowas jetzt. So eine... Oh, da gibt es ja glatt jetzt hier noch was Neues. Mini-U-Boot. Ja, diese U-Boote, die können halt auch... Die fahren halt unter Wasser. Ich weiß nicht, ob die hier unter diesen Sachen hier durchfahren können.
Das weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das ausprobieren will. Ich will euch nicht so langweilen, wisst ihr? Transport auf dem Wasser. Das wäre natürlich interessant, um vielleicht hier irgendwie so um diese Insel rumzufahren und hier anzukommen. Aber das ist, glaube ich, auch recht teuer. Und hier könnten wir ja dann noch so ein bisschen was Neues hinbauen. Und dann könnten die nämlich hier mit Transport über dem Wasser. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das hier durchpasst. So eine Schiene von diesem Wassertransportding. Dann haben wir einen Safari-Zug und einen Schienenzug. Ja, und die Wasserrutschen. Und das war's dann auch schon, oder was? Ach, hier gibt es auch so einen Hershey's Kissing Tower. Und Wagen. Sowas haben wir zum Beispiel auch noch nie gebaut. Könnte man ja auch mal machen. So eine Attraktion, so. Und mit hier so Atlantis-Gedöns. Wollen wir das mal bauen? Wagen? Komm, wir bauen mal Wagen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Wo fahren die denn hin, die Wagen? Wir haben hier auch so ein bisschen, habe ich hier ein bisschen Müll gemacht. Muss ich gerade mal so selbst feststellen. Gut, wir können natürlich hier auch noch raus. Mit einem Weg. Aber so ein bisschen ist es doof. Ah, und wir müssen noch was machen. Das ist mir aufgefallen, als ich mir mal die Folgen angeguckt habe, dass hier diese Information falsch rumsteht. Das hat mir keiner von euch gesagt, dass die Information falsch rum ist hier. Die ist die ganze Zeit schon falsch rum. Da kann hier überhaupt niemand was kaufen dran. Ja, da guckst du jetzt, ne? Hast du nicht mitgekriegt. Ist aber so. Mensch. Dann machen wir die nämlich hier, glaube ich, komplett weg. Weil ich glaube, ich will hier hinten einen Weg rausmachen. Wir fangen nämlich jetzt. Obwohl, nee, das ist zu hoch für Wagen hier. Da könnte man eine Achterbahn hier gut anfangen, die dann hier anfängt und dann hier gleich runtersaust. Das könnte man gut machen. Und da hinten dann, die dann zum Schluss hochgezogen wird, weißt du? Die nicht am Anfang hochgezogen wird, sondern dann zum Schluss. Das ist auch mal was Cooles. Kann ich nur sagen. Ja. Aber wo fangen wir jetzt, will ich erstmal hier Wagen bauen? Ach, wie wär's denn eigentlich mal hier so? Hier hinten haben wir ja auch noch nichts. Wollen wir hier mal so ein bisschen den ganzen Park entzerren und hier hinten mal so Wagen hinbauen? Die können ja dann hier unten so rumfahren, aber dass die hier anfangen irgendwo. Wollen wir das mal machen? Komm, das machen wir mal. Machen wir das einfach. Okay, hier brauchen wir. Hier ist dann der Anstellweg und hier fangen die Wagen an. So. Machen wir hier mal so. Und machen hier mal den Dummy, lassen wir fahren. Kann ich hier eigentlich jetzt schon auswählen, was für Wagen gibt es da verschiedene? Ah ja, guck mal. Aber was passt denn hier in dieses Szenario hier rein? Das ist so ein Rennwagen, der passt hier nicht so rein. Hier so ein Bus, LKW-Ding. Oder hier so ein alter, das passt eigentlich fast am besten hier so ein. Und da kann man jetzt dann, okay. Und dann machen wir hier mal, würde ich sagen, zwei, drei, vier hätte ich gerne. Vier wenigstens. Ja, das ist okay. Und dann geht's hier mit den Wagen erstmal. Wo fahren wir denn dann hier hin? Eigentlich mit den Wagen. Wir könnten ja hier unten, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten hier unten ja auch noch so Tiere hinmachen. Aber das ist, glaube ich, zu klein hier. Jetzt drehe ich wieder ganz durch gleich. Werde ich gleich wieder ganz. Oh. Das wollte ich nicht. Jetzt haben wir hier. Oh, jetzt haben wir hier die schöne Landschaft schon gleich hier zerballert. Fahren wir hier mal runter mit den Wagen. Wir hätten auch. Ja, ob das jetzt so gut war? Wir hätten natürlich auch. Wir hätten auch. Hätten wir auch, ne? Hätten wir mal anders gemacht, hätten wir es anders gemacht. Okay, macht nichts. Jetzt machen wir es halt so. Jetzt haben wir so angefangen. Jetzt fahren wir hier mal so runter. Ich habe so eine Idee, wie wir das machen mit den Wagen. Weiß ich noch nicht, ob ihr das gut findet. Jetzt fahren wir hier rüber und fahren hier mal so. Ich möchte hier versuchen, vielleicht sowas zu bauen, weißt du, über die Wagen drüber. Aber ich glaube, das ist hier mit dem Abhang hier. Könnte schwierig sein. Aber das ist ja alles schwierig, muss ich feststellen. Jetzt fahren wir hier wieder in Kreis. Dann nach rechts und dann hier nochmal geradeaus. Und dann können wir hier, wenn ich jetzt hier nochmal runterfahre, können wir doch hier schon den Berg rein auch. Oh. So war das nicht geplant. Ja, so war das geplant. Okay, macht nichts. Also hier ist der Eingang in den Berg. Jetzt fahren wir mit den Wagen hier mal runter. Und dann fahren wir da unten. Wir bleiben aber nicht lange im Berg. Ich glaube, im Berg rumfahren ist gar nicht so spannend mit so Wagen. So, sind wir hier, kommen wir schon wieder raus. Wisst ihr? Nur mal so ein kurzer Tunnel. Tunnel! Ist wirklich nicht so spannend jetzt geworden, da die Abfahrt. Und hier kommen wir dann hier geradeaus und dann fahren wir hier mit den Wagen mal eine größere Kurve nach rechts
Und wieder hier so ein bisschen geradeaus. Wir müssen hier dann so ein bisschen Deko-Deko machen. Das ist das, was bei den Wagen ganz viel ausmacht, die Deko. Ich glaube aber, hier ist jetzt Schluss, oder? Wie hoch kann ich denn so eine Wagen? Ich will es gar nicht so arg in die Länge ziehen, diese Fahrt. Ja, da ist dann Schluss. Da wird es dann, glaube ich, zu hoch. Kann ich nicht höher. Ich bräuchte mal, wo kann man denn sehen? Irgendwo kann man doch hier einschalten. Wie 40,3. Wir sind noch nicht weit hoch genug. Ah, 40,13. Okay. Okay. So, machen wir hier noch so ein Ding hin. Okay. Haben wir Wagen gebaut. Siehst du mal, was wir hier alles Tolles bauen. Was wir hier alles Tolles bauen. Das sind Science-Fiction-Wegen. Oder? Sind das Science-Fiction-Wegen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich sollen das ja hier die, wir machen mal so einen normalen Standardeingang bei den Wagen ausnahmsweise. Ausgang ist da hinten. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich hier noch ein bisschen verzieren, sag ich dir. Ich will da jetzt ganz schnell versuchen, so eine Verzierung dahin zu basteln, aber das soll wirklich ganz schnell passieren. Hier mit Atlantis-Wände. Wenn das ganz schnell geht, dann Dachgiebel im Muschelmuster, dann würde mich das freuen, wenn wir hier so ein Haus drüber bauen. Mich juckt schon wieder die Nase. Wieso juckt mich denn immer bei diesem Spiel die Nase? War das überhaupt bei dem Spiel das letzte Mal? Türen. Guck mal hier, können wir zum Beispiel auch so Türen hinmachen, wo die dann. Hier zum Beispiel könnten wir das machen. Dass man da rein. Warte mal, ich muss mich ein bisschen. Ich muss mich ein bisschen denken. Wir könnten das natürlich auch hier. Nee, das ist ja Kackes. Oh, ich glaube, das ist alles Kackes. Wir haben wieder Kackes gemacht. Haben wir. Haben wir Kackes gemacht. So, wenn ich hier hoch. Was ist das denn hier für eine blöde Tür? Hä? Wände. Oh Gott, wie viele Wände gibt es denn hier? Wollen wir es oder wollen wir doch lieber eine Hydrokultur machen? Ich glaube, eine Hydrokultur ist leichter, obwohl bei der Hydrokultur das. Ach guck mal, nee, hier gibt es ja auch gerade Wände. Gerade Hydrokulturwände. Machen wir eine Hydrokultur? Komm, dann fährt es hier durch die Hydrokultur durch. Bleiben wir hier oben dem Hydrokulturgedönse mal treu. Obwohl das da auch anders gebaut ist, die Hydrokultur. Die ist ja da mit den Dächern gebaut. Warte, wo sind die hier? Mit diesen Halbdächern da. Können wir natürlich auch machen. Nicht mit Wänden, sondern hier mit den Halbdächern. Aber ich glaube, wir müssen ja nicht alles so machen, wie es da hinten ist. Machen wir unsere eigene Hydrokultursorte hier. Hier so einfach mal so dahin. So, du, 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 du. Mache ich das gerade alles hier richtig? Machen wir das hier alles gerade richtig? Ich glaube nicht. Das war falsch, nämlich da schon. Wenn das hier ist, dann fahren die da drüber. Das macht es ein bisschen blöd. Müssen wir halt. Gibt es da auch eine Ecke? Gebogene Wand. Nee, das geht jetzt natürlich auch nicht. Warte mal. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Wir haben das gleich. Wie komme ich denn hier um die Ecke, sag mal? Wie geht denn das? Hier mit der Hydrokultur. So ist ja blöd, oder? Oder geht es so? Nö, es geht. Wieso ist es blöd? Geht. Super. Das ist ja gar zuckersüß, toll, prima. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht richtig, oder? Hier und dann müsste das ja. Oh, Mist. Du sollst da rüber. Ach, jetzt sind wir hier halt an dem blöden Hang da. Gut, das war ja klar, dass das jetzt. Ja, da. Ist das richtig? Ist das die richtige? Oh, jetzt schwebt es hier aber so. Naja, gut, aber im Zusammenhang macht das, glaube ich, nichts, wenn es schwebt, oder? Ach Gott, Penedika verkünstelt sich. Aber das ist ja hier die Sonntags-Random-Folge. Darf man sich halt auch mal verkünsteln. Nee, ist falsch rum. Ich will es andersrum. Dass das hier aber auch so kompliziert sein muss. So, ja, da. Nee, ja! Richtig! So. So sind wir doch richtig. Gut, hier schwebt es halt jetzt ein bisschen. Aber das macht ja nichts. So. Ja, machen wir hier dann dicht, würde ich sagen. So groß reicht doch. Wie teuer ist das eigentlich? Mal das hier wieder weg. So. Okay. Jetzt haben wir mal die erste Lage haben wir mal geschafft. Das
aber ganz schön groß, muss ich feststellen. Und ich würde sagen, wir können das jetzt schon innen drinnen verzieren, weil später wird es schwer mit dem Verzieren. Da müssen wir jetzt, glaube ich, eigentlich Sci-Fi-Sachen reinmachen. Ach, weil das ja Sci-Fi hier ist, die Hydrokultur. Machen wir hier ein bisschen Bäume weg. Nicht alle, nur so ein bisschen. Den hier vielleicht noch so. Und dann machen wir hier Einschlagkrater. Oh, ist auch cool. Humanoider, nee, ich will hier schon was Großes. Ja, sowas. Sowas. So eine richtige hier, wo die da mit den Autos dann richtig Angst kriegen. Ach, guck mal, der bewegt sich sogar. Ho! Mars-Kampfmaschine. Was haben wir denn hier noch? Vielleicht was Großes. Raketen, irgendwas ist zu groß. Saturn ist auch zu groß. Machen wir da eine Lampe rein? Könnte man eigentlich auch mal eine Lampe reinmachen, die sich hier so dreht. Vulkanschlot ist auch zu groß. Weltraumhafen. UFO-Attacke. UFO. Rack-Attack. UFO-Attacke könnten wir mal hier hin machen. Da sehen die so, wie hier so alles abgeknallt wird. Und sonst ist alles hier zu groß. Machen wir halt noch so was hier hin. Hier drüben kann leider nichts mehr hin. Hier könnte vielleicht noch was stehen, wenn hier der... Hä? Warum kann ich denn hier nichts hinstellen? Gibt es hier nichts Kleineres? Ganz Kleines? Den da zum Beispiel? Ja doch, guck mal. Oh, der ist jetzt aber falsch rum. Ich bin noch voll bei den Sims und habe gedacht, ich könnte den jetzt hier... Kann man den nicht auch hier so einen noch... Den fände ich ja fast cooler, wenn der hier wirklich so genau dran steht. Kann der auch an die andere Seite da... Ja, guck mal. So, da kann der hier wieder weg. So finde ich das gut. Mach's, Kampfmaschine. Okay, gibt's da auch... Ach so, ja, und dann machen wir hier drin natürlich jetzt doch alle Bäume weg, weil es ist ja, hier was anderes. Andere Bäume brauchen wir hier. Nämlich dieses Gedöns. So kleine Sachen hier brauchen wir da. Die passen da viel besser rein. Und hier der tolle Baum, den haben wir aber schon beim Schwimmbad. Ach, guck mal hier, was das für ein Kram hier ist. Für ein seltsamer. Auch das hier ist auch cool. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal benutzt. Die Hydro-Orion-Tulpe. Ne, die haben wir noch nicht benutzt. Was wir benutzt haben, war... Oh, lieber Gott. Das sieht ja irgendwie abgefahren aus. Was ist das? Ist das hier die Hecke? Nee. Aber irgendwie ist es auch komisch. Ist es nicht so... Sieht es irgendwie komisch aus. Es ist nicht so ergiebig. Oh. Der ist ergiebig. Der ist auch mal ausnahmsweise ein bisschen höher. Machen wir den mal noch hier hin. Weil das sieht jetzt hier alles so ein bisschen so ein bisschen halb vollgestellt aus irgendwie. Finde ich, oder? Vielleicht hätten wir uns auf eins so ein bisschen fixieren sollen. Naja, jetzt haben wir hier... Es ist schön bunt auf jeden Fall, was hier drin passiert. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit unserer Hydrokultur. Die muss jetzt natürlich einigermaßen hoch werden. Deshalb machen wir da noch... Eine Lage Wände oben drüber. Eine Lage Wände oben drüber. Oh, das war falsch gerade. Ist etwas Falsches passiert. Und dann machen wir es irgendwie, müssen wir es dann halt oben noch zumachen. Und dann haben wir hier schon schön die Autos verziert und können die dann schon mal aufmachen. Machen dann da noch unseren Tunnel vielleicht ein bisschen anders. Weiß ich noch nicht. Mal die Ranken, die sehen ein bisschen anders aus hier. Das ist, ich habe einmal jetzt Wand 1 und einmal Wand 2 benutzt. Finde ich aber nicht schlimm, wenn die oberen Ranken ein bisschen anders aussehen als die unteren. Findet ihr das schlimm? Hallo? Ja, jetzt kommt hier natürlich wieder dieser Part. Ups. Hä? Oh Gott, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh Gott, wie sieht es denn von weitem aus? Wenn hier... Ah. Ja, so, sehr gut. Hat ja doch noch geklappt. Und hier... Müssen wir dahin, genau. So. So. Und so. So. Haha. Jetzt müssen wir es irgendwie dicht machen, oben drüber. Machen wir es mal vielleicht erst hier so mal mit so einem eckigen Dach hier zu. Das ist aber nur der erste Streich.